Hallo und herzlich willkommen bei Staufitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr herzhafte Low Carb Thunfisch-Feta-Waffeln selber machen könnt. Und das Schöne dabei ist, dass ihr tatsächlich nur 4 Zutaten benötigt. Schaut's euch also auf jeden Fall mal an. Ihr benötigt Thunfisch, ein Stück Feta-Käse, ein Ei und Mandelmehl. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als erstes zerbröseln wir den Feta in möglichst kleine Stücke. Dann geben wir den Thunfisch hinzu. Und das Ei. Und verrühren alles gut miteinander. Für einen etwas pikanteren Geschmack könnt ihr die Masse jetzt noch mit ein wenig Pfeffer würzen. Und jetzt geben wir das Mandelmehl noch in unsere Mischung und verrühren alles noch einmal gut miteinander. Bevor es für den herzhaften Waffelteig in das Waffeleisen geht, solltet ihr es natürlich vorheizen. Und jetzt verteilen wir einfach die Hälfte des Teiges im Waffeleisen. Da der Teig sehr fest ist und sich nicht von alleine verteilt, streicht ihr den Teig am besten direkt im ganzen Waffeleisen aus. Und jetzt kann es auch schon ans Backen gehen. Meine Waffeln sind nach ca. 3-4 Minuten fertig. Je nachdem, welches Waffeleisen ihr benutzt, kann die Zeit natürlich ein wenig variieren. Nun löse ich die untere Seite meiner Waffeln noch vorsichtig vom Waffeleisen. Und dann können wir die Waffel auch schon aus dem Waffeleisen holen. Dazu schmecken übrigens selbstgemachte Dips wie beispielsweise Aioli oder auch Ranch Dressing sehr lecker. Und damit sind die herzhaften Waffeln mit Thunfisch und Feta auch schon fertig. Wer für abends beispielsweise mal auf der Suche nach einer Alternative ist, die aber trotzdem richtig schnell und einfach gemacht ist, der sollte dieses Rezept auf jeden Fall mal testen. Das Schöne an den Waffeln ist, dass die richtig knusprig werden und ich kann es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht abwarten, meine Waffel zu essen. Ich hoffe also, das Video hat euch gefallen und ihr habt Lust, das Rezept auch mal nachzumachen. Ihr findet das Ganze nochmal aufgeschrieben, auch auf meinem Blog. Schaut dort also auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut! Lust, das Rezept nachzumachen? Dann könnt ihr es hier auf meinem Blog noch einmal ganz in Ruhe nachlesen. Hier könnt ihr meinen Kanal auf YouTube abonnieren und hier könnt ihr gleich noch ein weiteres Video von mir anschauen. Und Staufitopia Zuckerfrei gibt es übrigens auch bei Facebook, Pinterest und Instagram. Schaut dort also auf jeden Fall mal vorbei.